Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode von Let's Play Democracy 3. Auch diese Folge stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Jetzt frage ich dich, wie hoch wollen wir das setzen, die Electronic Direct Democracy? Noch eins höher. Ganz hoch? Okay, dann doch wieder eins. Dass man auf elektronischen Wege die Verfassung ändert, da bin ich dagegen. Das hat aber was damit zu tun, dass ich irgendwie, ich bin so unglaublich skeptisch, weil ich glaube, dass alles, was man technologisch erarbeitet, auch so dementsprechend ausgehöhlt werden kann. Und naja, Abstimmungszettel lassen sich schwieriger fälschen. Ja, also ist so ein bisschen schwierig. Also ich würde hier an dieser Stelle sagen, ich glaube, dass der ein oder andere, und ich gucke einen ganz besonderen Menschen im Chat an, wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, dass ich das so vorschlage. Ja, Workbench on fire. die Sache ist so, hier in der Mittelausstufe Federal State Votes, also Wahlen über eine elektronische Sache. Es gibt jemand vom Chaos Computer Club hat das mal sehr schön zusammengefasst. Es war Linus Neumann, der ist der Pressesprecher. Erstmal heruntergebrochen auf: Du kannst es entweder, wenn du Wahlen auf elektronischem Wege machst, kannst du entweder die Nachvollziehbarkeit garantieren, dann ist es aber nicht mehr eine geheime Wahl. Oder du garantierst die geheime Wahl, dann ist sie nicht mehr nachvollziehbar. Du kannst nicht auf elektronischer Art und Weise geheim und nachvollziehbar machen. Ja. Und wir haben halt ein paar Wahlgrundsätze. Genau, und die beiden, und ich finde das so ein schlagendes Argument, dass man, also, und dann kann man einsteigen, warum ist das denn so? Und da wird es halt tatsächlich kompliziert, aber genau, it's a black box, wird da auch gerade geschrieben. Das ist so mein. Ich würde hier Electronic Direct Democracy, da tendiere ich trotzdem, das hochzusetzen. Und zwar einfach, weil ich persönlich sagen würde, an dieser Stelle geht es nicht direkt darum, dass wir über elektronische Weise eine Wahl abgeben können, aber dass wir in irgendeiner Form Mitbestimmung und Konsultationsprozesse haben, die ausgeprägter sind, um Demokratie zu lenken. Weil wenn man das über diese Art und Weise macht und nicht direkt über eine Wahlabstimmung, sondern das Stimmen hörbar werden, dann fände ich das eine sehr, sehr gute Sache. Das Ding ist, dass ich nicht weiß, wie dieser Regler ist. Momentan war es, glaube ich, die Wahl, oder? Also könntest du diese einzelnen Stufen des Reglers mal bitte durchgehen? District Votes, also es geht direkt mit Wahlen halt, ist da integriert, aber die würde ich ausklammern, ansonsten wäre ich total gegen dieses Gesetz. Dann geht's Regional Votes, dann Federal State Votes und dann Referendum Required und dann Constitutional Change, nehme ich mal an. Aber dann haben wir gerade das Problem, also außer ich verstehe das jetzt falsch, kann auch sein, wir haben immer eine Wahl dabei, also das die kleinste Variante ist Kommunalwahl, dann wäre das hier, keine Ahnung, wäre das jetzt hier Kreistag oder sind wir schon bei Land, wenn wir es bei Landtagswahl, wenn wir es übersetzen würden in unser System. Und danach hätten wir die Bundeswahl und dann sind wir bei Referenden und Verfassungsänderungen. Also im Endeffekt ist es sozusagen vom Kleinen ins Große und schon das Kleine ist eine Wahl. Wir haben es für Wahlen gerade mit deiner sehr schönen Argumentation eigentlich grundsätzlich ausgeschlossen. Ja. Das heißt, wir. Wir lassen das? Nee, wir können. Ich glaube, wir können das nicht zurücknehmen. Dann würde ich es gerne vorwiegend für lokale Geschichten machen, weil da kann man mit Leuten auch reden, da kann man Wissen vermitteln, da fügt man vielleicht dem Gesamtsystem nicht so viel Schaden. Genau, also machen wir es nur auf dem niedrigsten Level. Ja. Änderungen annehmen. So, was haben wir jetzt gerade eingeführt? Wie, das war. Stornieren 60, da kommen wir nie hin. Also. Ja, aber jetzt auf kommunaler Ebene ist nicht so schlimm. Man kann sowieso an der Stelle, wir wissen ja, dass man auf kommunaler Ebene nicht so wahnsinnig viel machen
kann. Und das, was man machen kann, ist in der Regel direkt mit der Lebenswelt der Menschen vor Ort verbunden. Jetzt haben wir es einmal, dann ist das auch nicht schlimm. Genau. So, dann haben wir das gemacht. Jetzt kommen wir eigentlich schon direkt nächste Runde. Ja. Oh. Einmarsch auf Insel. Du hast vielleicht vergessen, dass wir in technischer Hinsicht die Hoheitsgewalt über die winzige Marbodus-Insel im Pazifik haben. Also die gute Nachricht ist die, dass wir sie aus technischer Sicht noch immer haben. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht. Denn seit 9 Uhr früh verfügen wir nicht mehr über die tatsächliche Kontrolle der Insel. Separatistische Rebellen haben das Gouverneursgebäude gestürmt und die gesamte Insel ohne viel Widerstand unter ihre Kontrolle gebracht. Mit einem stärkeren Militär hätten wir eine bessere Garnison auf der Insel gehabt und das wäre nicht passiert. Wir können jetzt nichts tun, aber die Patrioten sind empört, dass du das geschehen hast lassen. Ja, ich lebe der Community. Ja. Genau, das... Wir könnten überlegen, ob wir nochmal an unser Militär gehen, dort vielleicht nochmal so die letzten Arbeitslosenzahlen ein Stück weit mit in die Überlegungen mit einbeziehen. Ich wusste nicht, dass wir diese schöne Insel haben. Ich weiß auch nicht, ob es da schön ist, eigentlich. Ich auch nicht. Lass uns mal gerade kurz hier in die Dings gucken. Die Weltwirtschaft ist am kommen und unser BIP ist auch am steigen und unser Überschuss ist krass. 68 Milliarden. Da können wir einiges mitmachen. Wie geht's hier? Es sinkt. Die Gewalt gegen Roboter sinkt, weil unsere Arbeitslosenzahlen sinken wegen dem steigenden BIP. Hier haben wir noch nichts so richtig. Ja, aber wir auch. Ja. Stimmt. Wie auch. Wir haben die ganzen Förderprogramme und keins dieser Förderprogramme beeinflusst direkt hier den Unternehmensexodus. Das finde ich ein bisschen traurig. Wie sieht es denn mit unseren positiven Sachen aus? Technologievorsprung ist stabil. Hohe Produktivität. Gut, dass wir da mal drauf gucken. Unsere hohe Produktivität ist kurz davor abzuklingen. Woran kann das denn liegen? Unsere Produktivität generell ist gesunken. Aber warum? Nicht viel. Ich sehe jetzt hier nicht. Alkoholkonsum. Da hatten wir vorhin was dagegen getan. Nee, das wollten wir was gegen tun. Stimmt. Haben wir nicht, glaube ich. Alkoholkonsum war Alcohol Awareness Campaign. Haben wir nicht gemacht. Ja, dann? Ja, dann. Ist günstig. Hau raus. So. Und wir könnten an der Alkoholgesetzgebung was machen. Ja. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal geändert und angehoben auf Mindestalter 21. Stimmt. Und ich glaube, dass wir da schon gesagt haben, wenn wir damals, also, nee, das hätten wir nicht gut gefunden. Ja. Und jetzt haben wir es trotzdem. Jetzt haben wir eine Alcohol Awareness Campaign gemacht. Das finde ich super. Mhm. Wir hatten doch vorhin noch was mit Waffen und Polizei und Gefängnis. Haben wir das schon? Waffengesetz braucht 40 zum Anheben. Waffengesetz, genau. Gefängnis. Gefängnis. Das war die Fußfessel. Da unten ist das Gefängnis. Das haben wir erhöht. Ja. Okay, dann machst du nur das Waffengesetz. Ja, genau, das Waffengesetz. Was da? So, ich würde jetzt, okay, eine Sache haben wir für die Produktivität. Ich würde jetzt gerade nochmal hier gucken. Okay, Egalitarian Society sind wir ganz, ganz weit vorne. Ich würde jetzt vielleicht hier nochmal ganz kurz noch irgendwas gucken, was die Produktivität, Arbeitsrecht und Mutterschaftsurlaub steht außer Frage, Arbeitsschutzgesetze auch. Unsere Arbeitslosenzahlen wirken sich auf die Produktivität negativ aus, aber die fangen wir gerade an zu tackeln. Legaler Drogenkonsum auch, aber nur ganz wenig.
Löhne ganz leicht plus. Und ja, die. Ja, gut. Die Roboterangriffe. Genau, die Gewalt gegen Roboter. Ja, gut, also wir haben 30. Wir können auch gucken, ob wir noch ein bisschen Geld ausgeben, ob es noch so ein paar Programme gibt, die wir finanzieren wollen. Ja. Wirtschaft. Wir hätten auch noch hier die Quoten für Firmen. Da, das ist jetzt nicht zwangsläufig, also es passt zu unserer egalitären Gesellschaft, aber es ist jetzt nicht unbedingt super gut gegen den Unternehmensexodus. Ich hätte jetzt Vertical, also darüber haben wir mal gesprochen, aber Vertical Farm Subsidies sind mir in den Blick gesprungen. Ich glaube, über die haben wir auch schon mal gesprochen und konnten sie uns nicht leisten, weil die doch teuer waren. Ja, genau. Die können wir uns jetzt super leisten. Also in der Hoffnung, dass sich das auch positiv auf den Lebensmittelverbrauch und die Wassernutzung auswirkt. Ja. War's, Mama? Ja. Arbeitslosenzahlen werden direkt beeinflusst. Das ist ja super. Landwirte freuen sich. Ach ja, Einnahmen und Menge. Ja, Food Price geht runter. Das war die Hoffnung, genau. Krass. Da würde ich, okay, Kapitalist finde es wieder nicht so toll, aber mein Gott, wir haben eh wenig Kapitalisten. Da würde ich auch mal 5 Milliarden reinjagen oder sogar noch mehr. Lass uns das mal antesten, wie sich das entwickelt. Nachschießen können wir immer noch. Genau. So. Das ist schon mal schön. Ja, und dann können wir nochmal, naja, Recht und Ordnung war nicht mehr so wirklich viel. Stamp Out Racism Week. Also, das ist für die. Wir hatten eine Flüchtlingskrise, wir haben Einbürgerungstests gemacht, wir hatten immer mal wieder auch den Schieber rassische Spannungen, das von Wortwahl nicht sehr glücklich, aber tatsächlich ist das so eine Sache, kostet kaum was, wir haben das politische Kapital, wir könnten es mal gerade machen. Wir könnten es, also das wäre jetzt was in unserer aktuellen Situation, ist das eine Symbolpolitik, weil wir das Problem an sich nicht haben. Oder zumindest nicht groß, aber wir haben das Geld dafür. Ja. Und wir sagen, wir finden das wichtig und dann machen wir das. Alles klar. Ja, rassische Spannungen gehen runter, der Liberalismus wird mehr. Da könnten wir tatsächlich ganz hoch gehen, oder was sagst du? Ja, können wir machen, na klar. Okay. Also wenn Menschen sich in einem Land gemeinsam wohlfühlen, glaube ich, haben wir alle was davon. Ja. Hier, da oben sind wir bei den rassischen Spannungen. Wir sind da so am Herumpendeln. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mit 6 in die nächste Runde. Und ich bin gespannt, was dann hier jetzt passiert und ob wir unsere hohe Produktivität, den Marker, behalten. Es gibt gerade die Frage im Chat, ob durch das Vertical Farming die Roboterangriffe nachgelassen haben. Mal gucken. Ja, mal gucken. Wir haben wieder ein Dilemma. Nö. Softwarepatente. Softwarepatente sind eine Form des geistigen Eigentums, wonach Firmen in der Lage sind, Algorithmen, Teile des Computercodes, die eine neue Technologie enthalten, wie zum Beispiel eine neue Art von Übersetzungssoftware oder ein neues System für den Online-Einkauf, zu schützen. Sie sind zumeist bei Großunternehmen beliebt, aber nicht bei all jenen, die sich für ein freies Internet einsetzen oder jene, die glauben, dass die Patente viel zu allgemein sind und den Innovationsgeist unterdrücken. Softwarepatente erlauben. Es ist für unsere digitale Wirtschaft äußerst wichtig, dass sie Gesetze erlassen, die Investitionen in neue Produkte und Technologien fördern. Wenn wir Softwarepatente nicht erlauben, öffnet das die Tore für kleine Unternehmen, unter anderem auch aus dem Ausland einzugreifen und die Früchte umfangreicher und teurer Investitionen seitens unserer Technologiefirmen zu ernten. Ohne diesen Schutz wird niemand hier in Technologie investieren. Softwarepatente abweisen. Softwarepatente hören sich vernünftig an, bis man merkt, dass sie zum Unterdrücken von Wettbewerb und Innovation verwendet werden können. Nur wenige der patentierten Ideen sind wirklich ursprüngliche Entdeckungen, sondern lediglich ein
Landraub der Anwälte, die das offensichtlich patentieren und den Hightech-Firmen mit den meisten Anwälten ein virtuelles Monopol sichern wollen. Dies ist nichts anderes als Protektionismus seitens der Großunternehmen. Ich würde Wort für Wort der Argumentation von Softwarepatente abweisen folgen. Aus staatlicher Perspektive könnte man argumentieren, das mache ich an der Stelle auch, ja, dass wir gerade mit relativ viel Geld die technologische Entwicklung unserer Firmen und unseres Standortes finanzieren und dass insofern ja unser Interesse sein sollte, unsere Wirtschaft zu stützen, dass sie das eben auch weiter tun kann. Und an der Stelle sage ich Softwarepatente erlauben. Das zweite Mal endlich, kommt ein bisschen Spannung. Ja, wir haben sehr viel in Technologien gesetzt, das stimmt. Wir haben vor allem die Firmen unterstützt. Also wäre es jetzt so gewesen, dass wir große staatliche Programme gemacht hätten, die speziell dafür da wären, Software frei zu entwickeln, sodass die Leute trotzdem bezahlt werden, die das entwickeln und die da sehr viel Zeit und Gehirnschmalz und keine Ahnung was rein investieren. Und davon müssen die ja auch irgendwie nachhaltig leben. Also wenn wir Programme gefahren hätten, um Software zu entwickeln und die Entwickler finanziert hätten, wäre es was anderes. Aber so bleibt uns als Staat bisher nur die Möglichkeit, die Unternehmen zu fördern. Und die Unternehmen haben aber keinen Gewinn davon, weil sie nicht für sich benutzen können. Was bedeutet, dass die wiederum schlussendlich, naja, weniger Steuern abführen, weil sie geringere Einnahmen haben. Ja. Also einmal um die Ecke gedacht, ich weiß, aber mir fällt es auch schwer, grundsätzlich dagegen zu argumentieren. Ja, im Chat kommt da Gegenwind offensichtlich. Genau, also auf der einen Seite wird gesagt, hinsichtlich der Abwanderung von Unternehmen wären Patente sinnvoll. Auf der anderen Seite, aber das stimmt ja nicht, in der Realität hat das nur Patenttrollen geholfen und Softwarestandards fremdkapitalisiert. Genauso aber liegt wäre. Liegt das Problem in den Patenten oder liegt das Problem in der Art und Weise dieses Patentierungsprozesses? Ja, das ist, nee, ich würde sagen, es liegt tatsächlich an den Softwarepatenten. Nicht zwangsläufig an dem Patentierungsprozess. Weil im Prinzip, ich begebe mich auf dünnes Eis, indem ich Dinge versuche zu verallgemeinern und herunterzubrechen aus einem Bereich, in dem ich ein bisschen mehr als gefährliches Halbwissen habe. Aber im Prinzip, wenn du sagst, wir lassen Softwarepatente zu, ist es nur noch ein sehr geringer Unterschied, dass man an irgendeiner Stelle auch eine mathematische Formel patentieren könnte. Mhm. Weil es sehr, sehr vergleichbar miteinander ist. Das ist mal ein interessanter Ansatz. Habe ich darüber noch nie nachgedacht. Und wenn du das zulässt, dann erlaubst du ja, dann machst du eine bestimmte Art zu denken, sage ich jetzt mal, wenn wir die Formel sagen als eine bestimmte statistische Auswertungsmethode, dann führst du ja etwas ein, wo du sagst, ja, aber nur diese Firma darf auf diese Art und Weise eine Auswertung machen und alle anderen Firmen dürfen das nicht. Wahrscheinlich ist das, hinkt dieser Vergleich genauso wie der Vogel, den ich damit abgeschossen habe, aber ich glaube, es macht das Problem deutlicher, weswegen die Softwarepatente an sich eine Schwierigkeit in sich bergen. Weil hier steht ja nichts davon, dass wir Technologien, also Erfindungen und Produktionskonzepte und technische Gerätschaften nicht patentieren könnten. Und wenn ich Technologie fördere, dann heißt das, dass ich hoffentlich auch diese Produkte, also ne, um diese Patente geht es ja nicht. Und es geht nur um die Einführung von Softwarepatenten. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, weil Softwarepatent so nah an etwas dran ist, was für mich aus einem Bereich rausfällt, den ich schützen könnte.
für meine Begriffe. Und ich glaube, an der Stelle gibt es genau auch diesen Unterschied von Verwertungslogiken. Also das ist einfach auch eine andere Herangehensweise. Also ich habe es jetzt sehr auf dieses Politik gibt Geld, damit dann zum Schluss was irgendwie dabei rauskommt. In welcher Form auch immer. Und deine Herangehensweise ist eine ganz andere. Und ich überlege gerade, wie man jemanden, der sich in diesem Bereich gar nicht auskennt, diese Herangehensweise, was denn eigentlich Softwareentwicklung ist und was das bedeutet und warum es denn auch frei sein soll, wie man das jemandem nochmal erklären kann. Weil das ist ja auch durchaus eine Debatte, die ich mir auch in einem Bundestag so vorstellen könnte. Also vielleicht auch nichts für jetzt, aber so mal als Überlegung, wie kann man Leuten, die sich damit gar nicht so richtig auskennen, das nochmal näher bringen und erläutern. Ja, Workbench on Fire schreibt gerade was Schönes. In den Patenten, kleinste Software-Schnäpsel, wie zum Beispiel HTML-Schnipsel, sind patentiert und werden derzeit nur nicht durchgesetzt. Allein ein Bild in das Internet laden steht unter Patent. Nur die technische Idee gilt als Software-Patent. Krass, das wusste ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt hier, Romy? Sind wir protektionistisch? Nee, grundsätzlich nicht, weil ich auch glaube, es ist wichtig, wenn es einen Zugang gibt und dass ich Sachen weiterentwickeln kann. Ich würde sagen, weil wir so viel in Technologie gesteckt haben, gehen wir mit breiter Brust voran und weisen das Patent ab, weil wir Vertrauen haben in unsere gute Bildung. Genau, wir sagen einfach, das wird und da kommt noch mehr und wir sagen außerdem, dass dieser Bereich nicht den klassischen Verwertungslogiken entspricht. Jawohl. Wählen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was... Also wir haben unsere Produktivität nicht verloren. Wir haben sie jetzt wahrscheinlich verloren. egal. Hat es was... Unsere... Die Gewalt gegen Roboter ist endlich gesunken. Endlich mit einem Trend ausgestattet, dass es sinkt. Ich will mich aber noch nicht zu früh freuen, das hatten wir zwischendurch schon mal. Ja. Und der Unternehmensexodus stagniert, beziehungsweise würde sogar sagen, ist ganz leicht angestiegen. So, wer mag uns denn gerade nicht? Die Kapitalisten, die Patrioten, Autofahrer, Reiche. Was kann man für die mittleren Einkommen noch machen? Da haben wir schon seit einer ganzen Weile damit zu tun. Ja. Das war die Steuergeschichte. Ja, genau. Jetzt ist es schon wieder kurz vor 12. Oh, tatsächlich, ja. Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch 6 Runden bis zum Ende. Wir sind heute nicht so schnell. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt immer diffiziler wird, weil wir mehr Sachen schon verabschiedet haben, die sich aufeinander auswirken. Ja. Ein bisschen kleinteiliger. Ich würde mal gerade einen Blick auf den Kompass werfen. Ist auch spannend, oder? Mhm. Wir sind total sehr in der Mitte angekommen und pendeln gerade so ein bisschen hier runter. Hätte ich gar nicht so gedacht. Wir haben schon viele wirtschaftspolitische Maßnahmen in Gang gesetzt. Viele Dinge, die hier wahrscheinlich sozialistisch laufen, Mutterschutz, ist am recht früh gemacht, weil wir gesagt haben, das ist uns wichtig, dass wir hätten alles in diese sozialistische Schiene und jetzt haben wir irgendwie, damit wir es refinanzieren können. Ja. Und bei dem konservativen Teil befürchte ich, dass hier unter Konservativismus irgendwie verstanden wird, Homosexualität zu vermieten. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, wobei wir bei den Konservativen sehr gute Umfragewerte haben, erstaunlicherweise. Ja, also dafür, dass wir nicht konservative Politik verantworten, die uns irgendwie guckt. Ja. Also so im Sinne dieses Schemas. Ach, die Waffengesetze. Waffengesetze brauchten wir 40, genau. Wir können 40 zum Anheben. Wir wollten die Waffengesetze machen. Genau, wir gucken einfach, wie es hier weitergeht. Ja. Das hier entwickelt sich in eine schöne Richtung. Wir hatten jetzt gar nicht auf die...
Tabellen. Die Weltwirtschaft steigt, unser BIP steigt auch. Wir haben 71 Überschuss. Ich hätte jetzt nochmal geguckt, was können wir noch in der Wirtschaft machen. Mhm. Da gab es gar nicht so viel, was die Wirtschaft noch fördert, ne? Raumfahrt. Bitte? Das Raumfahrtprogramm fand ich ganz interessant. Das Raumfahrten fand ich ganz interessant, weil es da noch um weitere technologische Fortschritte ging. Das stimmt. Und die Patrioten auch gerade nicht so richtig glücklich waren. Und warum nicht? Kleine technische Schwierigkeiten. Scheint jetzt wieder zu laufen. Wir brauchen 24. Wir haben 36. Wenn wir 24 davon einsetzen, bleiben 12 über. Damit kommen wir über die 40 für die Waffengesetze. Das heißt, Wirtschaft, Raumfahrtprogramm. Finde ich super. Tatsächlich passt das jetzt rein. Lass uns ein Raumfahrtprogramm machen. Wir haben auch den Überschuss. Patriot findet super, Mitgliedschaft Patriot, interessant. Arbeitslosenzahlen gehen runter, öffentliche Bedienstete, Technologie geht hoch, religiöse Mitgliedschaft geht runter durch ein Raumfahrtprogramm und Technologievorsprung. Ja, wir sind auch schon die ganze Zeit so naturwissenschaftlich oder generell wissenschaftlich geprägt. Da wundert mich das nicht. Also bei allem, was wir tun an Wissenschaftsförderung, geht immer die religiöse Mitgliedschaft nach unten. Ja. Wie viel wollen wir da rein investieren? Wir haben 71 Überschuss. Ach, wir können da schon 10? Oder ist das zu viel? Nö, finde ich gut. Da starten wir mit einer unbemannten Sonde und gucken dann mal, wo sich's hin entwickelt. Jawohl. Finde ich super. Ich finde auch, dass wir inzwischen dieses Nachhaltigkeitsprogramm mit 24 Milliarden so tiefenentspannt jedes Quartal wegfinanzieren können. Ja, finde ich auch super. Und guck dir unseren Schuldenstand an. Hm? Unser Schuldenstand ist auch super nach unten gegangen. Wieder unten. Super gut. So, jetzt haben wir 12 über, direkt nächste Runde und Waffengesetze. Ja. Hohe Produktivität. Leider ist die Produktivität unserer Arbeiter zurückgegangen und wir gelten nicht länger als ein besonders produktionsstarkes Land. Weltkonzerne könnten es sich jetzt überlegen, Werke hier zu errichten und das könnte sich negativ auf unsere Wirtschaft ausüben. Naja. Und wieder ein Dilemma. Die lassen auch nicht zurück. Ach, und auch noch eins auf Englisch. Powerlines, also Stromleitungen. Wütende Bürger protestieren gegen ein Projekt, um Hochspannungsleitungen durch ihre Städte und Dörfer zu bauen. Diese Leitungen sind nötig für weiteren Ausbau von erneuerbaren Energiequellen. Wenn man sie nicht baut, wäre das ein ökonomischer Rückschritt. Aber wenn man die Bürger ignoriert, wird das sie nur wütender machen und ihre Berufungen weiter unterstützen. Also, build power lines anyway. Niemand möchte Hochspannungsleitungen neben ihrem Haus, aber sie müssen gebaut werden. Sie müssen irgendwo gebaut werden. Und stop construction. Eine Sache ist halt bei diesen ganzen Sachen, diese Stromtrassen und so, es ist halt, gerade bei Hochspannung kann man nicht wirklich unter die Erde gehen. Das geht halt nicht. Für große Mengen an erzeugter elektrischer Energie. Da geht wieder der Physiker mit mir spazieren, könnte man sagen. Das ist halt so eine Sache. Und man macht sich gar keine Vorstellung davon, wie weit entfernt man davon ist, unterirdisch Strom zu transportieren, wenn es um Hochspannungsleitungen geht. Also, es geht halt so krass nicht unterirdisch. Es muss halt durch die Luft geführt werden. Und die Technologie, die dahinter steckt, ist auch eigentlich tatsächlich eine sehr, sehr faszinierende. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Physik abgewählt, glaube ich, nach der 10. Insofern bin ich ganz bei deiner Fachexpertise. Was ich allerdings an diesem Argument Nummer 2 oder diesem Bereich 2 sehr sympathisch finde, dass es eher darum geht, Alternativen zu finden, wie beispielsweise, also man
Es geht nicht darum, zumindest in dieser Argumentation, alles gar nichts zu tun, sondern einfach nochmal zu gucken, ist es die richtige Investition. Man könnte also auch überlegen, schaut man sich nochmal die Energieversorgung grundständig, man im nahen oder lokalen Weg, welche Formen von Energie reden wir denn, wie kann man das speichern? Ja. Also ja, das stimmt. Insofern finde ich halt an diesem zweiten Teil sehr charmant, immer Geld für Strom ausgeben, nochmal einen Schritt weit zurückzugehen, und zu denken, ob das der Weg der Zukunft ist. Ja, wir haben jetzt schon wieder Aussetzer, kann das sein? Ich sehe gerade hier rote Lämplein flackern. Oder geht es, lieber Chat? Sag doch mal was dazu. Ich würde deinem Argument auch folgen, weil Build Powerlines Anyway ist so eine Sache. Ich bin kein großer Fan davon, das einfach zu ignorieren. Deswegen würde ich auch Stop Contracts den Bau anhalten und tatsächlich Alternativen erforschen. Ja. In der Logik des Spiels. Ja, also wir entscheiden jetzt wieder an das zweite Mal schon gegen die Logik des Spiels sagt, wir müssen das tun, damit wir technologisch vorwärts kommen. Ja, und genau. Das heißt dann, gerade nicht so hoch, dass wenn wir das nicht tun, möglicherweise sich das negativ darauf auswirkt. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das Spiel auch so tief reflektiert ist, wie wir das jetzt gerade uns eigentlich auch in der Debatte darüber wünschen würden. Ja. Also dein Initialansatz ist wahrscheinlich der richtige, allerdings gefällt mir dieser zweite Ansatz erstmal irgendwie rein politisch besser. Ich folge deinem rein politischen Gefühl mit dem zweiten Ansatz. Okay. So, ich möchte jetzt nochmal einen Blick hier auf die Tabellen werfen. Unser BIP ist abgesackt. Warum, kann ich nicht genau sagen. Ach, weil die Produktion, weil die gesteigerte Produktion weg ist. Dieser besondere hier. Höhere Produktivität ist weggeknickt und wir sind mit dem BIP, obwohl die Weltwirtschaft steigt. Guck mal, wir haben fast unsere Schuld. Also die Schuld geht sowas von krass in den Keller. Das ist abgefahren. Die Gewalt gegen Roboter ist weiter im Abwärtstrend. Das ist ganz zauberhaft. Ja, und wenn das vorbei ist, haben wir auch das Produktivitätsproblem an der Stelle nicht mehr. Ja, hoffen wir es. 42 Waffengesetze. Wir wollten Waffengesetze machen. So. Lizenz mit strengere Kontrollen. Ja, weil ich finde, das Alter sagt erstmal nichts darüber aus, ob jemand eine Waffe haben sollte oder nicht. Halte ich manchen 13-Jährigen, den ich in meinem Leben getroffen habe, für eher geeignet als so manchen 60-Jährigen. Ja. Insofern finde ich es gut, das nicht ans Alter zu koppeln. Ich vermute, bei den strengen Kontrollen wird es noch irgendwie einen Background-Check oder so geben. Weiß ich nicht. Ja. Aus dem Register oder so. Okay, ja, dann würde ich strengere Kontrollen, bin ich auch voll dafür. Kostet fast nichts. Ja, und schlussendlich finden. Es hat so ein paar Auswirkungen auf Patrioten und Liberale, aber das ist mir dann an der Stelle auch wert. Ja. Find Eltern ich auch. Zum Beispiel finden. Ja. Ja, möchte ich verwenden. Und dann machen wir direkt nächste Runde. Wie viele haben wir eigentlich noch? Es sind noch 5 Runden. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!